Was geht's, Lordemge hier? Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Immer noch und seht ihr, dass wir gut Bon gemacht haben, unter anderem natürlich mit der Gutschein, wir haben ein bisschen Equipment verkauft und. Lief auf jeden Fall ganz angenehm, haben wir jetzt ein bisschen Bon zusammen und da haben wir uns direkt mal dran gemacht, uns endlich mal Feuerschuh mit TP und 10 Crit zu holen. War ganz wichtig, leider sind diese jetzt nur plus 6, aber die werden wir auch in Zukunft weiter ab. Und dann haben wir uns auch noch einen Feuerhelm besorgt, musste halt tatsächlich sein, da hat auch noch Blitz gehabt, was auch noch ganz geil für den Drachen ist. Den haben wir plus 8 geholt und haben gedacht, komm, den ziehen wir easy mit dem Schmiede mit First 2 plus 9. Schauen wir mal, ob das Ganze klappt, leider gefailed. Ja, und dann hat natürlich das Appen angefangen, das habe ich nicht auf mir sitzen lassen. Haben wir das Ding die ganze Zeit geappt mit Segis, haben wir es versucht. Da ist er plus 7 gegangen, wieder auf 8 fail, geht er wieder auf 7, auch wieder geklappt. Und plus 8, geht er auf 9, bumm, keine Materialien mehr, perfekt. Dann holen wir uns wieder und zack, leider gefailt. Und das ging jetzt so ein bisschen hin und her die ganze Zeit. Ich wollte den Helm natürlich auf jeden Fall auf plus 9 haben. Damit wir auch im Razador, also mein Hintergrund, warum ich mir den Helm geholt habe, war ganz einfach, dass wir halt im Razador direkt einen 100er Helm haben mit Fire Def, damit wir angenehm leveln können. Der wollte dann auf jeden Fall nicht plus 9. Hat mein Kollege gemeint, ich habe noch hier ein paar Schmiede, gib mir den mal rüber. Hat das mal versucht, schauen wir mal gleich. Kriegen wir den Helm gleich zurück und zack, er hat ihn auf 9 gezogen. Er ist halt einfach der King, der liebe Pascal, was soll man dazu sagen? Dankeschön nochmal an dich. Ja, jetzt wo der Helm 9 ist, haben wir einen Helm für Razador und tatsächlich wegen dem Blitzer können wir den auch für einen Drache benutzen. 100er Helm Damage 9, ganz angenehm. So machen wir ein bisschen mehr Damage, auch vor allem an den Flammenfürsten im Razador, weil die auch ein bisschen eklig sind, down zu bekommen. Aber ja, natürlich, Bio geht immer und immer weiter, müssen wir auch machen. Natürlich auch unser Gaul müssen wir weiter leveln. Wir wollen ja unbedingt endlich Kampf im Pferderücken haben. Das dauert auch nicht mehr so lange, haben wir auch regelmäßig die Pferdequest gemacht, damit wir das endlich mal erreichen können. Ja, damit wir Kampf- und Pferderücken haben und auch angenehmer farmen können, angenehmer zum Beispiel durch den Tempel der Ochacho laufen können und nicht immer an Mobs hängen bleiben. Ist schon sehr, sehr nervig. Hier haben wir uns dann ein paar Truhen gekauft, hatte ich noch ein bisschen Bonnie, weil ich dachte, komm, mal ein kleines Truhen-Opening, vielleicht gehen wir ja mit Profit raus. Haben wir uns 5 Nämmere, Jotun, Hydra und Razador-Truhen besorgt. Die Razador-Truhen habe ich natürlich selber gefarmt. Die anderen Truhen habe ich natürlich gekauft. Die Wands packe ich ja noch nicht. Für Nämmere bräuchte man ja so oder so noch ein Ninja. Unsere Schale bräuchte ein bisschen besseres EQ. Weiß ich noch nicht, wie wir das machen wollen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob wir uns dann Ninja hochziehen sollen. Noch für Nämmere halt noch nebenbei Ninja aufbauen sollen. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann können wir daraus so ein Projekt machen. Noch so Projekt Ninja, was weiß ich. Auch mal dann mal, ne, was er davon haltet. Da haben wir jetzt schon 2 Passis gezogen. Bisher leider nichts Gutes aus den Jotun-Truhen. Jetzt kommen die Razador-Truhen. Ja, schwarze Kleidung. Ja, tatsächlich kriegen wir da gerade nicht so geile Sachen. Da haben wir natürlich auch wieder keinen Platz im Inventar. Schnell ein paar Sachen wegwerfen, damit wir weiter die Truhen öffnen können. Tatsächlich, gerade momentan, ganz kurz zu den Streams, ich habe momentan sau verdammt viel wieder zu tun, weshalb die Streams natürlich gerade ein bisschen leiden. Ich werde schauen, dass ich demnächst mal wieder ein bisschen aktiver streame, werdet ihr dann aber auch dann alles wieder mitbekommen. Gerade wenn ihr mein Discord gejoint seid, seht ihr allgemein, falls ich das streame, also gerne mein Discord joinen, da werdet ihr darüber dann immer benachrichtigt, falls ich dann mal live bin. Ja, die Hydra-Trügen gönnen leider auch nicht, wir haben da ein paar Exos rausbekommen. Ja, und da haben sie ihn auch schon verlassen. Also sehr gute Ausbeute war das diesmal nicht. 2 Passis bekommen und das war es auch wieder. Hier haben wir dann natürlich, gab es einen 500-DR-Gutschein in der Tombola. Haben wir dann mal versucht, das ein bisschen zu bekommen. Tatsächlich Hauptpreise in der Tombola habe ich bisher so gut wie nie bekommen. Sad Life. Ja, mal drehen wir auch gerade noch ein bisschen in der Hoffnung, einen Blitz- oder Eistali zu bekommen, den wir da dann mitnehmen können. Da haben wir einen Feuertalisman. Da habe ich gedacht, nee, komm, ich will einen Blitz- oder Eistali, weil die einfach meiner Meinung nach viel mehr wert sind. Wenn ich jetzt aber so bedenke, einen Feuertali hätten wir auch eigentlich mitnehmen können, den noch plus 1 appen können. Da hätten wir auch nochmal einen Razador und später für Melee irgendwann einen Tali gehabt, einigermaßen. Aber
So eine Einsicht kommt leider meistens zu spät. Hättet ihr den Feuertali mitgenommen? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich habe es in diesem Fall tatsächlich nicht gemacht. Und bin halt weiter drauf auf den Blitz- oder Eistali gegangen. In der Hoffnung, dass wir den bekommen und dann auch für Gut One verkaufen können. Ja, sieht tatsächlich gerade ein bisschen mau aus. Gehen die DR ein bisschen flöten. Ja, drei Sensis, auch Müll. Müssen wir natürlich weiter drehen. Ah, schauen wir mal. Und kriegen wir jetzt was Gutes? Ah, eine schimmernde Muschel brauchen wir nicht. Na, wie sieht's aus? Hier. Na, wieder nur Müll. Ein Mondstein. Boah. Kann man mitnehmen. Haben wir auch gemacht im Endeffekt. Haben wir natürlich weiter versucht, die DR-Gutscheine hier zu bekommen. Schauen wir mal, was kriegen wir an Chor? Brauchen wir nicht. Kristall, weg damit. Glückssymbol und nochmal ein Glückssymbol. Und das war halt auch wieder mal ein Mondstein. Ja, aber direkt auch wieder mitgenommen. Die Mondsteine kann man auch ein bisschen verticken. Ja, der nächste Tagespreis war ein Donny. Ein Pet, 30 Tage. Boah. Schauen wir mal, ob wir den vielleicht in der nächsten Folge dann bekommen. Dann haben wir hier nochmal ein paar Segnungen auf unseres Magis draufgezogen. Wie gesagt, momentan läuft das wirklich gar nicht so mit den Smuggies, allgemein mit den 6.7. bei mir zu drehen. Es ist halt ein bisschen sad. Hier haben wir Kraft des Eises für 5 Sekunden bekommen, erhalte, ja. Weil ich dachte, komm, lassen wir das mal, vielleicht können wir das verkaufen. Weiß gar nicht, ob die überhaupt was wert sind mit dem Boni. Ich denke eigentlich schon, sind ja eigentlich ganz nice für die Hydra. Müssen wir mal schauen. Habe ich tatsächlich noch nicht geschaut, wie viel die wert sind auf dem Markt. Werden wir dann mal sehen. So, und unser Titani wollte halt tatsächlich leider auch nicht. Schade, schade. Dann haben wir uns auch eine HTK besorgt. Dann haben wir gedacht, komm, dreh mal die. Vielleicht kriegen wir da ein KTP 10 Grit rein. Ja, dann kann man das auch gut verticken. Ein paar Switcher hatte ich da noch übrig. So, schauen wir mal. Auch nur Müll, 5 Grit. Schade, 1,5 KTP, nix. Und leider nur Crap bekommen. Schade, schade. Ja. Damit nähern wir uns aber auch schon Ende der Folge zu. Tut mir leid, dass die Videos gerade ein bisschen kürzer sind. Wie gesagt, ich habe sau viel momentan in Real Life zu tun. Arbeit ist auch gerade ein bisschen stressig. Aber für die, die auch arbeiten, Real Life haben, wissen, wie das ist. Manchmal kann man tatsächlich nichts tun. Ja, wie gesagt, die Streams werden dann regelmäßiger wieder folgen. Gerne meinen Discord joinen, dann wisst ihr da Bescheid. Und damit würde ich mal sagen, ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch noch eine ganz angenehme Woche. Haut raus, euer StoDMG. Bis zum nächsten Mal. Ciao.